Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Ja, wir laufen mal ganz schnell hier rüber. Wir sind die letzte Folge aus der Kanalisation hinter uns ausgebrochen. Oder aus dem Gefängnis ausgebrochen durch die Kanalisation. Ich hoffe, man merkt nicht allzu, dass ich ein bisschen erkältet bin. Und wir schleichen mal. Komm. Den schaffen wir, oder was meint ihr? Oh, was ist los? Fängt das Ja, was? Zack. Die heilt sich, die blöde Kuh. Ups, was war das denn? Oh. Au. Autsch. Heute stirbt ihr. Jetzt ist Schluss. Mein Gott, endlich haben wir sie besiegt. So. Wir nehmen unsere Eisenpfeile mal mit. Die Klamotten nehmen wir auch mal mit. Den tue ich auch. Und dann unseren Kollegen hier vorne. Ein Hammer, ja. Dann nehmen wir auch alles mit. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Ich muss aber kurz husten. Einen Moment, bitte. Na toll, jetzt habe ich das Headset-Kabel rausgezogen. Ja, krank sein ist ziemlich ätzend. Vor allem so kalt ist es ja noch gar nicht. Zumindest nicht bei mir, also. Und irgendwie laggt Oblivion heute. Das wollte ich gar nicht. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Also, einen Sack. Ein Lebenstrank. Ein Buch. Beenden, dann bin ich mit. Das ist auch interessant. Pfeile können wir immer gebrauchen. So. Ich glaube, wir gehen erstmal verkaufen. Dazu nehmen wir mal das Schnellreise-Feature. Kaiserstadt Marktbezirk. Wir reisen da einmal ganz kurz hin. Ja, ich hoffe, die leckt schön nicht allzu. Ich denke mal, dass sich das noch behebt jetzt. Weil ich weiß nicht, warum er das tut. Ich habe die Sichtweite eben schon ein bisschen angepasst, aber. So. Nun aber weiter. Lalalala. Ihr mal eine Münze? Gerade nicht. Nein. Ach, sogar noch auf. Das ist ja gut, ich dachte, das wäre schon geschlossen. Ich finde auch cool, dass die Läden hier zumachen und so weiter. Wir gehen dahin. Ich bin Varnado. Schwere Rüstung. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Wir könnten ihm das, glaube ich, sogar bald schon abkaufen. Wir wollen ihm was verkaufen, und zwar diesen Bogen. Verkaufen. Das klingt nach einer... Verkaufen. Nee, das verkaufen wir ihm nicht. Haben wir noch immer schwere Rüstungen? Nein. Ich weiß eure Kundschaft immer... Das ist ja toll. Alles reparieren. Was es auch ist, ich kann es reparieren. 72. Ach, für 9... Ach, ich dachte schon für 9. Ich dachte schon... Oh, das ist unser Gold. Ha. Ich wollte gerade schon sagen, für 72 ist schon teuer, oder? Die beste Verteidigung. So. Rüstung, Handel. Waffen, verkaufen. Ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch... Ja, das kannst du auch noch mitnehmen. Das ist mehr. Alles ein exzellentes Geschäft. Den ganzen anderen Mist hier verkaufen wir. Ach, den verkaufen wir jetzt auch mal hier. Das klingt nach einem angemessenen. Den
So viel kriegst du auch. Das ist mehr. Goldnugget. Den verschenke ich. Ja, da haben wir noch einen Goldnugget. Ups, ein Bärenpelz verkaufen wir auch. Die Edelsteine hier. Ein exzellentes Gebiet. Ich glaube, wir kriegen woanders dafür das mehr, aber das ist halt uninteressant. Ein gutes Geschenk. So, die Waffen. Was zahlt er? 79. Es war mir ein Vergnügen. Naja. Schönen Tag. Bitte fahrt ich fort. Ich werde auf jeden Fall die Stiefel noch Rüstung, mitnehmen. Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich den sein? Brustharnisch kriegen wir nicht, aber die Stiefel will ich entnehmen. Ein hervor... Und noch... Ich kann euch viel zeigen. Ah, ihr könnt uns sogar noch trainieren. Auf Wiedersehen. Aber es ist ziemlich teuer, das Trainieren, deswegen lassen wir das mal. Die Stiefel. Habe ich die nicht gekauft? Doch, da. Und Handschuhe bräuchten wir am besten noch. Ich bin Wanner. Kommen wir zum Geschäft. Handschuhe. 40, ja. Handschuhe. Beenden. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich mag das gerne komplett, deswegen kaufe ich das jetzt. So, jetzt dürfen wir komplett Eisen einmal Stahl anhaben. Gut. Schönen Tag. Und dann gehe ich hier mal raus. Und irgendwo ist hier Rindiersstäbe. Ist das das? Rindiersstab. Sterf. Rindiersstäbe. Hier verkaufen wir auch mal schnell. So. Wo bist denn? Hallo. Kommen wir zum Geschäft. Deshalb das Gleiche. Okay, das scheint jetzt auch in dem Mod ausgeglichen worden zu sein. Den verkaufen wir das auch mal. Das ist ein den echtes Schnäppchen. Noch. Aber das verkaufen wir. Ach, du kaufst das auch. Nee, das können wir nur verschenken. Das ist ja blöd jetzt. Ja gut, dann verkaufen wir ihn das hier auch gleich noch. Dann sind wir das an Gewicht schon mal los. So. Willst du noch irgendwas haben? Nein. Beehrt uns bald wieder. Oder was war der Rüstungssektor? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Okay. Lebt wohl. Seid gegrüßt. Irgendwo ist hier eine faire Chance. Irgendwie so. Faire Chance, genau. Ja, ich kenne die Läden schon. Ich habe das schon mal gespielt, aber ich habe das Ende nie gesehen. Und dann dachte ich mir, teilen wir dieses Ende einfach mal. Spielen Oblivion mal zusammen. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Vom Feineisen lang Schwert. Damage macht das 5. 4. Oh, Leute. Ich weiß noch nicht, ob wir auf einen Zweihändigen setzen. Oder auf Einzelschwerter. Kaufen wir entweder das Langschwert oder das Feineisenlangschwert. Und der macht natürlich schon ein bisschen mehr Schaden, ne? Na, wisst ihr was? Wir kaufen mal... Das ist ein gutes Ab. Es war mir ein Vergnügen. So. Waffen. Feineisenlangschwert. Wo ist denn hier? Da ist er. Auch ihr. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Alles klar. Ups, das war springen. Ja, nun ist die Frage, dass wir erstmal, jetzt ist keine Frage, wir speichern erstmal. Wunderbar. Und nun ist die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten uns auf den Weg nach Koroll machen. Fuchsstelle. Da reisen wir mal hin. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Koroll. Ich werde abwechselnd die Hauptstory vorantreiben und dann machen wir noch Nebenmissionen und ja. Und ich habe nicht vor, so viel schnell zu reisen. Also schon manchmal, aber das soll nicht das Hauptziel von uns sein. So, jetzt muss ich schon wieder husten. Einen Moment bitte.
Wahrscheinlich schneide ich das wieder nicht raus, aber ich entschuldige mich hier nochmal dafür. Ja. Vor irgendwas wollte ich noch gucken. So viel Mist hier eigentlich. Naja, egal. Könnte man nicht irgendwie hier laufen? Ich kann das so blocken, das ist interessant. Naja. Wir spielen jetzt mal Moment. So, solange wir laufen, können wir ja mal so spielen. Yay! Aber nur wieder in die Ego-Perspektive. Wir haben gefunden. Bay? Also, wer bist du denn? Okay. Okay, ich kann gar nicht so schnell lesen. Okay, wir gucken mal sie fast mal an. Fischen gehen. Okay. Machen wir uns da mal auf den Weg hin. Jetzt habe ich schon diese Drops. Warum weiß auch kein Mensch? Was macht die Wache denn da? Sprecht. Ja, okay. Das muss nicht weiter stören. Wir laufen einfach mal weiter. Anscheinend sollen wir ja hier fischen für ihn. Ein Nirnwurz, oder was ist das? Ah. Fortfahren. Die Quest habe ich auch noch nie gemacht. Anscheinend scheint das hier richtig zu sein. Komm her. Was bist du denn für... Wie das aussieht. Oh Gott. Das ist ja eine ziemlich schöne Quest, vor allem das Ding hat uns was getötet. Also da ist Fischen wohl ziemlich... Da sieht man, wie gefährlich Fische sind. Wir laufen erstmal hier weiter. Ich will mich nämlich noch ein bisschen umschauen. Ist das eine Straße? Ja. Einzimmerwagen. Und wo geht's hier lang? Quatsch, Anvil. Hier müssten wir lang. Es müsste die Straße sein hier. So. Und dann laufen wir einfach mal dahin. Wir könnten natürlich einfach schnell reisen. Aber Oblivion lebt ja genau wie Skyrim zum Beispiel auch. Von diesen Ereignissen zwischen den Wegen. Da ist mal eine Höhle, da ist eine Burg. Irgendwelche Leute quatschen hier auf der Straße an. Davon lebt die ganze Spielwelt ja. So. Ist schon irgendwie echt schön. Muss man mal sagen, ist echt schön. Aber wir laufen hier weiter. So. Bereich wird geladen. Und zack, zack, zack. Ja, mir ist ein bisschen langweilig, ich weiß nicht. Hier passiert gerade nicht so viel, aber wo müssen wir jetzt hin?
Imperial City, da müssen wir nicht hin. Braville, Leia, Wien, Anvil, Quatsch, Skingrad. Ach Mist, wir sind genau die falsche Straße gelaufen. Können wir nicht eine Sonnenmarkierung setzen? Das heißt, wir wissen... Ist das, wir laufen einfach querfeld ein. Die Quest müsste ja rot markiert sein, oder? Nein, ich will da nicht schnell hinreisen. Quest. Laufen. Die wird das Amulett ab. Karte. Gut, da wollen wir nämlich hin. Dann laufen wir jetzt einfach mal querfeld ein drauf zu. Oh, oha, hey, hui. So, ich rüste den Bogen auf. Blödes Gossig. Komm her. Die Wölfe sind Rudeltiere. Warum ist er hier alleine? Aber ich muss diese Folge leider beenden, denn die muss heute noch rauskommen. Ich wollte eigentlich schon viel früher wieder aufnehmen, aber da war meine Erkältung noch schlimmer und das will keiner hören. Also sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Vivian. Bis dann, tschüss!